Hoffnung stirbt zuletzt und sie ist halt gestorben nach dem Plädoyer. Die Staatsanwaltschaft, wie Sie alle wissen, die das Verfahren verfolgt haben, hat sich so gut wie gar nicht geäußert während dieses Verfahrens und insofern war es auch nicht klar, wie man sich positionieren würde. Man hat sich positioniert in dem Plädoyer, hat klargemacht, dass man im Grunde genommen an dem festhält, was man auch angeklagt hat, und das ist jenseits jeder Realität.